Welcome to the BattleTech Podcast. Hallo und willkommen zur 6. Folge vom BattlePod. Wir haben ja die Lore im Moment. Das heißt, es ist jetzt der zweite Teil der BattleTech-Lore. Wir haben von 1994 bis zur Gründung der Star Leech 2556 jetzt gemacht, beziehungsweise wir fangen jetzt mit der Gründung an. Und ich möchte noch einmal den großartigen Hoshi begrüßen, unser dritter Gast. Hallo, grüß euch. Und natürlich den famosen Olli, den Storyteller. Hallo. Servus. Und für euch ist es jetzt schon ein paar Tage her, dass ihr die letzte Folge gehört habt. Für uns sind es ein paar Sekunden. Und wir machen jetzt einfach gleich weiter. 2556, Olli, was ist passiert? Ja, also die ersten Verträge wurden damals geschlossen, zwar durch die terranische Hegemonie, die um Terra herum gebildet worden war in den letzten Jahrhunderten sozusagen, die hervorgegangen ist aus der Terranischen Allianz. Und zwar mit der Kapellanischen Konföderation, also Haus Liao und der Liga Freier Welten, Haus Marek gewissermaßen. Weiß nicht, ob die Mareks genau da zum Zeitpunkt geherrscht haben. Bei den Liga Freier Welten ist das immer ein bisschen unübersichtlich, wer da gerade am Ruder ist, aber ich gehe jetzt mal einfach davon aus. Und dieser Machtblock, terranische Hegemonie in der Mitte der Sternenkarte, Liao im Süden und Marek im Südwesten sozusagen, hat natürlich dann auch enormen Einfluss gehabt und die Händler haben den ersten Zug oder den zweiten Zug gemacht. So, das Lyranische Commonwealth ist dann 2558 beigetreten, also nur 2 Jahre später. Die Davians und die Federated Suns, also Vereinigten Sonnen, haben etwas länger ausgehalten. 9 Jahre später sind sie dann nach Steine dann beigetreten. Und nur 2 Jahre später ist dann als letztes wiederum das Draconis-Kombinat gejoint. Wie Haus Kuri natürlich wieder als letzter, so ungefähr, nach dem Motto, sie sahen sich sonst eine Übermacht gegenüber und mussten dann mehr schlecht als recht und zwangsweise dann doch in den Club eintreten. Ganz man wichtig, vielleicht ja? Noch vor der Gründung, das Star League 2556, das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, nicht gesagt, 2546 gab es noch einen Nachtrag zur Ares-Konvention. Ah, erzähl. Den sogenannten Battle Accord. Ja. Der ist entwickelt worden bei einem Krieg zwischen Haus Davion und Haus Liao. Und hat quasi festgelegt, dass auch kleine strategische und taktische Atomwaffen nicht mehr verwendet werden dürfen. Oh, finde ich gut. Ja. Weil auch das kann ganz schön viel kaputt machen, ne? So ist es, genau. Vor allem die Mechkrieger sehen das ja auch so. Das erinnert so ein bisschen an die Armbrust. Die wurde ja vom Papst im ausgehenden Mittelalter auch gebannt, weil das war eine Waffe, die Rüstung eines Ritters durchschlagen konnte. Also der Adelstand hatte ein Interesse daran, dass der gemeine Soldat dem Adeligen nicht so leicht gefährlich werden kann. So ungefähr kann man sich vorstellen. Und auch da sieht man wieder so die Parallelen zur tatsächlichen Geschichte, dass eine taktische Nuklearwaffe, die einen begrenzten Radius hat, aber mal eben in so ein Battle-Regiment geballert wird, natürlich die Ritter sozusagen, die Battle-Krieger dann ziemlich obsolet macht. Und da hat man dann sicherlich auch einmal die Investition geschützt, weil Battlemechs sind schweineteuer, so eine taktische Nuklearwaffe eher nicht. Und natürlich auch den Stand der Mechkrieger damit geschützt. Genau, ja. Also damit war es quasi besiegelt, dass der Battlemech die Waffe der Wahl ist. Richtig, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Genau, ne? Ja. Offizielle Gründung dann des Gesamtsternenbundes für den menschenbekannten Raum war dann der 9. Juli 2571, also 2 Jahre nachdem das Draconis-Kombinat dann auch beigetreten war. Und Ian Cameron, der Nachfahre von, ich glaube, Michael Cameron hieß er, ne? Ist dann der erste Lord des Sternenbundes gewesen. Das heißt, er stand dann anderen 5 Hauslords vor. Was ich ja interessant finde, ist, dass es bis zu diesem Zeitpunkt ja keinen
keine Aliens gab und natürlich auch immer noch nicht gibt. Also, dass die Battletech-Lore davon ausgeht, Aliens gibt es nicht. Zumindest nicht viel. Genau, also was man schon immer wieder hat auf diversen Planeten, sind quasi komische Tiere oder komische Früchte oder irgend sowas, ja. Mhm. Also so Alien Vegetation, sage ich jetzt mal da eher, ja. Ja. Was nie ausgeschlossen wurde, ist, dass man irgendwann tatsächlich auf Aliens trifft, ja. Was aber durchaus nicht unrealistisch ist, ja, aber was irgendeiner von den Camerons hat es dann auch gesagt, ich weiß nicht, wer es genau war, ich glaube, es war sogar der Ian, hat gesagt, man muss sich, und da gibt es auch eine eigene Abteilung in der SLDF, ja. Ja. Man muss sich darauf vorbereiten, quasi, dass Aliens schon existieren, aber eigentlich ja der besiedelte Raum von den Menschen im Vergleich zu dem, wie groß unser Universum ist. Ja, ach, allein die Galaxis. Ein Fliegenschiss quasi ist, ja. Mhm. Ja. Und man einfach statistisch noch nicht auf Aliens getroffen ist halt, ja. Ja. Aber dass das immer wahrscheinlicher wird, je weiter man sich ausbreitet. Später, die erste Begegnung mit den Clans hatte ja auch den Verdacht gefördert, dass die Clans keine Menschen sind, sondern Aliens, die innere Sphäre, okay, überfallen. Ja. Was ich dazu noch sagen muss, einmal SDL ist die SLD. Ja, Star League Defense Force, genau, SLDF. Ja, für die, die es noch nicht genau wissen, weil du nur die Abkürzung benutzt hattest. Und es gibt ja im Moment, ich weiß nicht von wo, aber es gibt so drei Möglichkeiten, wie es geht. We are first, das heißt, wir sind die Ersten, die sich so weit entwickelt haben. Genau. We are last, wir sind die Letzten, alle anderen sind schon ausgestorben. Und we are fucked. Und das finde ich fast das Witzigste. Das heißt nämlich einfach, dass die Menschheit oder jegliches Leben sich so weit entwickelt bis zu einem Punkt und sich dann selber auslöscht und deswegen nicht zu dieser großen Raumfahrt kommt. Ja, gut, es gibt fast philosophische Frage, aber, genau, aber es gibt noch ein paar andere Theorien, zum Beispiel auch, dass eben leider sowas wie der Kearney-Fujita-Drive nicht möglich ist, ja, und es tatsächlich noch keine... Ja, auf unseren Inseln sitzen und keine, genau, Schiffe haben. Noch keine Aliens gibt, die irgendwie interstellaren Raumflug entwickelt haben, der in halbwegs brauchbarer Zeit was liefert. Ja. Und auch die Leute, die immer so sagen, ja, man müsste zum Beispiel Radiosignale empfangen haben oder so. Ja. Das ist auch so, der Himmel ist verdammt groß und man muss halt genau wissen, wo man die Antenne hindreht. Das ist nicht so wie auf der Erde, dass ein Gummiwürstel auf dein Auto montierst und du kannst Radio hören. Ja. Das ist halt sehr Hightech, um irgendwas zu empfangen, was mal 24 Jahre unterwegs war oder so, und das ist noch in der näheren Umgebung, ne? Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass die damals so philosophiert haben, großartig darüber, sondern ich finde es gut, dass die Battletech-Autoren, die frühen, der Versuchung einer Alien-Rasse als äußere Bedrohung widerstanden haben, denn wenn eine äußere Bedrohung kommt, dann verdichtet sich die menschliche Gesellschaft reflexartig aus Angst. Das ist, haben wir in unzähligen Science-Fiction-Serien und Geschichten gesehen, sodass alte Konflikte auf einmal beiseite geschoben werden und man sich gemeinsam gegen den außerirdischen Feind halt stellt. So, das ist der Klassiker. Und davon haben wir so viel. Der Klassiker im deutschen Raum, Barry Roden, ne? Passiert zum Beispiel genau. Barry Roden, ne? Oder auch irgendwie unzählige 50er-Jahre Science-Fiction-Filme und so weiter. Auch die Föderation, die dann plötzlich zusammensteht und alle Völker vereinen sich, weil sie die Außerirdischen kennenlernen. Und das finde ich einfach, ist auch abgegriffen, und ich finde gut, dass Faser einen anderen Weg gegangen ist und damit die Pforte weit offen gestoßen hat für weitere Konflikte innerhalb der Menschheit, nur auf einem ganz anderen Terrain, weitläufiger, um mit einer Science-Fiction-Situation der Kolonisierungsära sozusagen. Das ist was Besonderes auf jeden Fall. Mhm. Jedenfalls, die Star League war dann nicht gleich ganz friedlich, Freude, Eierkuchen, sondern die haben gleich einen Wiedervereinigungskrieg gestartet, und zwar mit dem Peripheriestern, weil um die großen Häuser herum gab es natürlich auch wieder diesen Kolonisierungsgürtel, weil die Menschheit sich ja weiter ausgebreitet hat. Und die Star League hatte nichts anderes im Sinn, als die erstmal mit Gewalt unter ihre Knute zu bringen. Das macht man doch so, oder? Genau. Ja, erstmal schön in die Fresse hauen. Das
ist für den Moment gar nicht so aufregend gewesen, denn die Peripheriestaaten hatten da nicht wirklich viel dagegen zu setzen und sie wurden gewissermaßen überrannt von der Star League und mussten sich halt einfinden. Trotz, und wie man so weiß, bei den Kolonisten, das war das Wort. Die sind ja meistens so Freigeister, die sind da den alten Strukturen nicht zurechtgekommen, die wollen weg, die wollen ihr eigenes Ding drehen, ne? Und die waren natürlich dann erstmal tendenziell unzufrieden, dann von ihrer alten Heimat wieder eingeholt worden zu sein und in alte Regularien gepresst zu werden, auf die sie eigentlich gar keinen Bock hatten, ne? Und das ist sozusagen, das legte so ein, war der Funke des Verderbens für die Star League, aber da kommen wir dann später noch zu sprechen, aber merkt euch den Punkt. In der Zwischenzeit gab es eine ganz wichtige Entwicklung, die wiederum das Gefüge in der inneren Sphäre deutlich verändert hat. Und zwar 2614 bis 2630 arbeitete ein Team unter Professor de Burgh für die Star League an einer neuen Theorie, und zwar die der Hyperpulsgeneratoren. Ah, kurz davor gab es noch was Wichtiges. Ach Mensch, jetzt unterbrich mich, du kannst gleich nochmal. Also 2629 wurde auf jeden Fall der erste HPG-Station in Betrieb genommen und am Neujahrstag 2630 wurde dann die erste Nachricht übertragen und damit war dann eine neue Ära angebrochen, denn nicht mehr Sprungschiffe als Pony Express mussten die Nachrichten übertragen, sondern man konnte mit den Nachbarplaneten telefonieren. So, und jetzt du. Mhm. Ja, und dazwischen gab es nämlich auch was Lustiges bei der SLDF. Ja? Also 2606, also kurz bevor das losgegangen ist mit dem HPG-Generatoren, hat der Ian Cameron die Executive Order 34 verabschiedet. Oho. Und das hat die ersten Spannungen eigentlich zwischen den großen Häusern aufgerufen, weil die Executive Order 34 hat im Prinzip gesagt, die SLDF darf jeden Bürger der Star League, also egal wo er herkommt, rekrutieren, ohne dass irgendwer Einspruch erheben kann. Okay. Und das wurde dann kurz nach der Einführung vom HPG, deswegen ist der HPG da so wichtig, quasi gab es dann die Executive Order 35, die dann quasi noch gesagt hat, ja, und quasi, wenn da eine HPG-Nachricht kommt, ja, du bist jetzt einberufen ins SLDF, dann musst du losmarschieren, ja, egal wo du bist, wer du bist und keiner kann was dagegen tun. Ne? Oh, das sorgt für Spannungen. Genau. Und natürlich, Base-Nazis, ja, der Koordinator Leonard Kurita war der Erste, der sich gesagt hat, naja, er weiß nicht, ob das so gut ist. Ne? Ja, natürlich. Kurita sind die Bösen, die lehnen sich immer auf. Ne? Genau. Aber damit, das ist eine interessante Information, danke Hoshi, weil damit ist HPG als Technologie Fluch und Segen zugleich. Erstens, genau. Reduziert es durch die Kommunikation für weniger Fliehkräfte und ermöglicht überhaupt eine interstellare, zentralisierte Regierung. Auf der anderen Seite nutzen sie diese Technologie auch, um die Fliehkräfte wieder zu verstärken, weil man Gesetze durchdrückt, die halt den Leuten missfallen, wie eben diese Einberufung da, ne? Inwiefern kann man mit der HPG-Station live sich unterhalten? Ich dachte, live nicht. Nein, nein. Also das geht schon später. Es wird dann während des Bürgerkriegs zwischen Davian und Steiner, also Katharine Steiner und ihrem Bruder Dingsbums Davian, wie heißt er? Victor. Da gibt es dann schon eine Modifikation von HPG, sodass man praktisch live zwischen Tarkat und New Avalon sprechen konnte mit enormem Aufwand. Aber es war auf jeden Fall wesentlich schneller HPG als auch in seiner Urform, als mit Sprungschiffen durch die Gegend zu fliegen. Ne? Also man hat sozusagen... Man musste quasi von Relaisstation zu Relaisstation die Information übertragen. Man konnte aber schon Videonachrichten oder so versenden, ja, aber es war im Prinzip ein Übertragen von was. Und auch dieses Live zwischen New Avalon und Tarkat. Tarkat und New Avalon. Tarkat, ja. Genau. War so semi-live. Also da hat wer was gesagt und 5 Minuten später hat man die Antwort gegeben oder so. Ja, das ist ja genau, so. Weil es von in Nullzeit sozusagen immer von einer Relaisstation zur nächsten geschickt wurde und wieder zurück. So, das heißt, es wurden ganz viele Relaisstationen
in Reihe geschaltet, so dass das halt dann weitergegeben wurde, als wenn ganz viele Leute sich hintereinander stellen und du klopfst dem Vordermann auf die rechte Schulter und der wieder seinem Vordermann und der wieder seinem Vordermann und dann wieder zurück. Genau. Ne? So kann aber man sich das vorstellen. Sehr, sehr interessant ist, dass eben gleich nachdem 26:30 der HPG live gegangen ist, ja, ja. Kurz darauf, ja, also ich glaube, das war 26:31, hat als erstes die Free World League damit angefangen, ja, wirklich wieder so Military Intelligence zu formen, also die Safe von Marix war quasi so der erste Intelligence CIA quasi, ja, der gegründet wurde. Und die anderen Staaten sind dann gleich hinterhergegangen, ja, weil man halt über das HPG-Netzwerk natürlich auch da wieder einen Weg hatte, wo man jetzt plötzlich ebenso Insider-Informationen und so weiter verbreiten konnte. Ne? Was der Mensch machen kann an Möglichkeiten, das macht er auch einfach. Genau. So läuft das. Ne? Übrigens, mir ist aufgefallen, also die HPG ist im Prinzip ist ein bisschen wie so eine Telegrammstation, nur halt, dass man auch Bilder sozusagen telegrafieren kann. Ne? Genau. Und das heißt, du telegrafierst was und auf der anderen Seite fällt es raus und du kriegst einen Zettel in die Hand und da steht dann was drauf. Also im Prinzip Sci-Fi-Telegramm. Nach Pony Express, auch wieder eine Analogie zum 19. Jahrhundert in Amerika, ne, wie sich das damals entwickelte. Also ich finde, sie haben sich schon echt viel überlegt und viel auf realen Begebenheiten. Es fußt viel auf realen Begebenheiten. Mhm. Ich würde jetzt rüberkommen zum Amaris-Coup. Ne, also Usurpator Stefan Amaris, der Mann lebte ja in der Sphäre Westen sozusagen, irgendwo Haus Marik etwas unterhalb von Steiner sozusagen. Und dieser Mann spielte eine ganz zentrale Rolle in der Geschichte der inneren Sphäre, denn 2751 starb überraschend Richard Cameron, der zum Zeitpunkt herrschende First Lord oder erste Lord des Sternenbundes, bei einem Unfall. Und es war nicht ganz klar, ob das wirklich ein Unfall war oder vielleicht Sabotage oder ein Attentat. Also interessant finde ich aber, dass in der Zeit ja nichts passiert ist. Nö, es war relativ HPG lang. Ist da und alles ist gut. Genau. Die Macht der Star League war halt enorm. Hat halt 150 Jahre lang das goldene Zeitalter, Frieden und Zufriedenheit. Und das ist ja, war ja das, worauf die Klaner sich immer bezogen haben. Die bösen Hauslords haben diesen Frieden zerstört und die Star League muss mit Hilfe der Clans wieder auferstehen. Also dieses Ideal, auch durchaus geschönt und kaschiert, ne, ist halt immer ein Thema gewesen. Ob das wirklich so schön in der Zeit war, ich habe nicht so viele Romane oder ich habe keine Romane aus der Zeit gelesen. Da gibt es sicherlich auch ganz schön viele Schattenseiten. Unter anderem halt die Unterdrückung der Peripheriestaaten und da kommt ja auch der Stefan Amaris halt her. Und der freundet sich mit Richard Camerons minderjährigen Sohn an, der sozusagen zwar auf den Thron gesetzt wird, aber nicht der Regent ist. Denn der Regent ist Alexander Kerensky. Der damalige Commanding General der Star League Defense Forces, also der Sternbundverteidigungsstreitkräfte. Der genau, herrscht. Der wird, ja? 2738 wird er, glaube ich, zum Commander in Chief ernannt, ne? Das kann sein, so im Vorfeld. Auf jeden Fall ist er respektiert, aber natürlich ein Militär und kein Politiker. Genau, ja. Und auch wichtig, in der Zeit wird auch Jerome Blake geboren, ne? Ja, genau, der wird gleich noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Jerome Black ist ja auch für das HPG-Netzwerk nicht ganz unerheblich gewesen. Genau. Jedenfalls hat Stefan Amaris einen erheblichen Einfluss auf den jungen Cameron und er beeinflusst ihn dahingehend, dass die Hausarmeen die terranische Hegemonie, die sozusagen die Kernwelten umgeben. Die Hegemonie ist ja sozusagen der Nukleus der Sternbundes, dass die Armeen begrenzt werden sollen und die Peripheriestaaten werden stärker besteuert. Das sorgt natürlich für noch mehr Unfrieden. Die Hauslords werden immer unzufriedener mit dem Sternbund. Die Peripheriestaaten, die sowieso unterjocht worden sind, angepisst oder noch mehr angepisst und dadurch beginnen die Grenzkriege.
Tja, und damit, ja, ist gewissermaßen, der Bürgerkrieg hat schon wieder begonnen. Genau, also eigentlich wird da halt heftigst an den Grenzen gekämpft, ne? Das ist, glaube ich, so 2755 bis 2762. Nämlich genau, der Krieg endet nämlich genau, als Richard Cameron dann quasi volljährig wird und damit der Alexander Kerensky nicht mehr Regent ist, sondern eben der Richard Cameron quasi. Oh, ich habe mich vorhin verquatscht. Simon Cameron war sein Vater, der ist ums Leben gekommen und sein Sohn, der Minderjährige, der hieß Richard Cameron. Ich war durcheinander gekommen, sorry. Erzähl genau, weiter. Also das ist dann im Prinzip die Executive Order 156, wird dann sofort verabschiedet vom Richard Cameron, ne? Die ist dann quasi die quasi allen großen Häusern vorschreibt, dass sie alle privaten Armeen und Hausarmeen sofort aufzulösen haben. Nur auflösen oder in die Starlit Defense Force überführen? Nee, auflösen mal. Ob dann die SLDF kann ja jederzeit sowieso rekrutieren, also dass die da haben sie sich natürlich. Was macht ein arbeitsloser Mechkrieger? Genau, okay. Also aber im Prinzip die Executive Order 156, die er da verabschiedet als sein erster Staatsakt, also das ist wirklich quasi, er wird Regent und verabschiedet sofort dieses Gesetz, ja, ist im Prinzip genau das und wenige Tage später durch Druck quasi wird die dann zurückgezogen und aufgeweicht eben diese, dass die Armeen nur eingeschränkt werden müssen oder so, ne? Ja. Mhm. Genau. Und der Stefan Amaris, der ist sozusagen der Puppenspieler im Hintergrund, der den Richard halt manipuliert. Und am Ende des Tages putscht Stefan Amaris auf Terra, bringt Richard und die gesamte Cameron-Familie um und setzt sich selbst auf den Thron, sagt, ich bin ab sofort der neue erste Lord des Sternenbundes. Und es ist eine Schreckensherrschaft. Also es ist so ein bisschen Warhammer 40k-mäßig, habe ich das immer vor Augen. Blut, Mord, Dämonen sozusagen und eine Terrorherrschaft, wie es die Nazis nicht besser hinbekommen hätten. Es sterben unglaublich viele, auch aus anderen Herrscherhäusern werden verfolgt. Und am Ende des Tages greift General Alexander Kerensky Terra an, also er befreit erst viele der umliegenden Systeme um Terra und greift dann mit seiner Hauptstadtmacht dann Terra selber an und schafft es dann, Amaris zu besiegen und auch zu töten. Und wirklich, der Kraftakt ist enorm. Ich habe irgendwo eine Zahl gelesen, ich glaube 80% oder so der Starlink Defense Forces werden dabei vernichtet im Kampf gegen Amaris und seine Truppen, die fanatisch kämpfen. Ne? Also so, haben wirklich SS-Qualität. Ne? Was aber auch eben interessant ist, ist wieder Amaris, weil viele sich gefragt haben, wie kann so ein Coup überhaupt gelingen von so einem Amaris, ne? Weil es würde sich ja sofort verbreiten, dass der den Cameron umgebracht hat. Und vor allem, der hat ja nicht nur den Cameron umgebracht, sondern er hat ja den Cameron und alle Camerons, die es quasi gegeben hat, umbringen lassen. Ja. Und nicht nur. Genau, und alle sonstigen Gegenspieler und so weiter. Also der hat ja wirklich da gewütet. Aber das Coole war eben, warum hat er das so schön quasi unter Anführungszeichen machen können? Weil er halt einen Großteil des HPG-Netzwerks unter seinen Fittichen hatte, ja, und unter seine Kontrolle gebracht hat. Propaganda. Und damit quasi die Information kontrolliert hat, die nach außen gedrungen ist, ne? Und deswegen hat es auch eine Zeit gedauert, bis der Kerensky darauf aufmerksam wurde und dann eigentlich erst die Invasion begonnen hat, ja, und da wirklich quasi Erfolg gehabt hat, ja. Und kurz darauf ist auch eben der Jerome Blake nach Terra zurückgekehrt. Das wird noch eine Rolle spielen, ne? Genau. Aber im Prinzip kann man sich vorstellen, der schöne Sternbund, in Anführungsstrichen schön, man weiß es ja nicht genau, der liegt halt in Schutt und Asche, sein Kopf ist abgeschlagen und alles ist vernichtet, auch der Körper darunter. Es ist einfach es ist nichts mehr da sozusagen. Und die House Lords, angepisst und warum, stehen halt da und jeder von denen ist der Meinung, er müsste der erste Lord sein. Angefangen mit wem? Wer behauptet das als erster? Der Kurita bestimmt. Na, Frale! Die Kuritas! Genau, Minoru Kurita.
So sieht's mal aus. Also die treffen sich auf jeden Fall als High Council, also als Hoher Rat, in den Ruinen von Unity City auf Terra in 2780. Und sie vermuten halt, dass Kerensky sich selber zum ersten Lord ausrufen werden, und sie schaffen es eigentlich nur, sich auf zwei Sachen zu einigen. Erstens, Jerome Blake soll bitte weiterhin das HPG-Netzwerk der Starlink also in Betrieb halten, damit die Kommunikation wieder läuft. Und Genau, also er Kerensky wird, wird nicht erster Lord. genau, also der Jerome Blake wird quasi zum ersten Kommunikationsminister ernannt. Und was auch, was die meisten, da, was dann oft untergeht, ist, er wird mit dem Wiederaufbau von Terra beauftragt. Ach so, Und nicht nur von ja, der von dem nicht nur vom HPG-Netzwerk. HPG-Netzwerk, sondern das HPG-Netzwerk ist komplett unter seiner Kontrolle als Kommunikationsminister. Aber er ist auch verantwortlich, dass gebaut wird. Und dieses berühmte Hilton Head Island Headquarter quasi ist sein Headquarter, von dem aus er den Wiederaufbau Terras leitet quasi. Ah ja. Ja. Terra wird auch militarisiert, also keine Starlink Defense Forces dürfen vorhanden sein. Kerensky wird der Titel des Bewahrers oder Beschützers der Starlink wieder entnommen. Und dabei entgeht den House Lords eigentlich, dass Alexander Kerensky zum Zeitpunkt schon auch ein müder Krieger ist. Der Kampf gegen Amaris, der war so furchtbar für ihn. Ich meine, er hat drei Viertel seiner Truppen verloren. Von vier Mann und Frau, von vier Soldaten sind drei tot, ne? Und er hat unglaubliches Grauen gesehen. Er will eigentlich gar nicht mehr, aber die anderen unterstellen es ihm natürlich automatisch, weil sie davon ausgehen, wer das vollbringt, der will auch gleich alles haben. Und es gibt auch viele seiner Getreuen, die ihn dazu auffordern, unter anderem der General de Chevalier, der informiert halt Kerensky, dass die Starlink Defense Forces bereit sind, um das High Council der großen Häuser niederzuwerfen, damit Kerensky den Titel des ersten Lords beanspruchen kann. Und Kerensky sagt: Weißt du was? Danke für eure Treue, aber ich kann und will nicht mehr. Und er will eigentlich nur noch seinen Frieden haben. Und da kommt so der erste Gedanke auf, dass man vielleicht in einem kommenden Konflikt, der sich schon wieder andeutet zwischen den Häusern, da nicht mehr mitmacht. Ja, diese Debatte ist auch nicht 3 Tage lang, also es dauert 10 Monate lang, wird da hin und her diskutiert auf Terra. Und am 12. August 2781 haben sie dann halt öffentlich bekannt gegeben, dass sie sich nicht einigen können, wer der nächste erste Lord wird von ihnen, und dass damit der Sternbund aufgelöst ist. Genau, und dann dauert es eigentlich bis 2784, wo so ein bisschen hin und her geplänkel ist, ja, und noch debattiert wird etc., ja, und natürlich die Häuser ihre Armeen aufrüsten und so, ja, Und auch und abwerben von der Starlink, genau, ganz so ist es, offensiv. ja. Also sie machen jetzt genau das Gegenteil, was vorher passiert Genau. ist. Sie gehen halt hin und sagen, Das hey, du warst doch bei der Starlink und ihr wisst nicht, genau, wo willst ihr nicht bei geht, kommt uns, zu ist uns. doch besser und so, ne? Genau. Und ein ganz interessantes Datum ist dann der 14. Februar 2784. Da passieren nämlich im Prinzip zwei Sachen gleichzeitig. Und das finde ich komplett faszinierend, dass das gleichzeitig passiert. Und zwar, Alexander Kerensky beschließt mit 80% der Starlink Defense Forces, die es noch gibt, ja, eben diese Operation Exodus zu unternehmen. Also sprich, sich aus der inneren Sphäre zu verabschieden. Und am gleichen Tag benennt Jerome Blake das Kommunikationsministerium um in First Circuit of Comstar. Sehr gut, Also gutes Stichwort, passiert weil quasi am gleichen Tag. ja, es ist Jerome Blake und Alexander Kerensky standen sich auch relativ nah. Also die waren Genau. Männer ähnlicher Geistesvorstellung. Und Ja. es war, ich will jetzt nicht sagen abgekartet, aber Jerome Blake wollte eigentlich Alexander stützen, aber hat dann irgendwann auch eingesehen, dass er ihn nicht überreden kann, dieses Amt innezuhaben und einen neueren Krieg gegen die fünf Häuser halt dann auf flammen zu lassen.
Daher hat er gesagt, okay, bevor wir das so laufen lassen, mache ich das nächstbeste. Ich versuche Comstar, ich versuche Terra, ich versuche das HPG-Netzwerk und die vorhandene Technologie zu schützen und stütze Alexander bei dem, was er vorhat. Und während dieser Zeit gab es aber Starlink-Einheiten, also SLDF-Einheiten, die gesagt haben, wir möchten nicht mit Kerensky mitgehen. Da gab es nämlich ein großes Treffen in 2784, wo das High Command, das Oberkommando unter Führung von Kerensky, das skizziert hat, was sie halt vorhaben mit dem Exodus. Und ungefähr 80% der Streitkräfte haben gesagt, wir gehen mit, aber 20% eben nicht. Ein beträchtlicher Teil davon hat sich auf die Häuser verteilt oder sind Söldner geworden. Aber es gab auch welche, die gesagt haben, wir machen bei Comstar mit. Und das war der Nukleus für die späteren Comguards. Als ich die Romane das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, wo haben die denn die ganzen Mechs her? Und wo haben die das ganze militärische Know-how sozusagen? Klar, hier von dem Steiner, der zu ihnen später in den Romanen dann der erste Präsenter wurde, ne, der Friedrich Steiner oder Präsenter Martialis Focht, ne, aber es muss eine Substanz da gewesen sein und die Substanz kommt von der 151. Royal Battlemech Division und die sich zu dieser Zeit für Comstar und gegen den Exodus ausgesprochen hat. Finde ich spannend. Genau, und da ist auch wichtig dabei, dass man weiß, eben der Kerensky konnte ja nur eine gewisse Anzahl an Dingen mitnehmen, quasi in seinem Exodus, weil er hatte halt eine begrenzte Anzahl an Jumpships und musste auch seine Truppen von einer ganzen Region quasi wieder zusammenziehen und so, die mitkommen sollten. Und der hat quasi dem Jerome Blake gesagt, na und übrigens, da haben wir unseren Rest, da hast das Papier, da haben wir alles versteckt, so nach dem Motto, ne? Was wir da lassen. Genau. Und aus dem Ganzen ist er dann im Prinzip, das war dann, was, 27, 88, glaube ich, oder so, ja, ist er dann diese Operation Silver Shield gelauncht worden, ja? Wo im Prinzip Comstar Terra komplett übernommen hat, ja? Ja, 27, 88 war. Haben quasi gesagt, okay, Terra gehört jetzt uns und haben mal alle HPGs abgeschalten. Und das war quasi so der Blackout quasi, der verursacht wurde, ja, damit auch der restliche Exodus, weil der dauert natürlich länger als ein paar Jahre, ja, vom Kerensky gedeckt wird quasi, ja, weil da nichts, keine Informationen mehr weitergehen. Der konnte den ganzen Rest seiner Truppen noch nachziehen, die mit wollten. Also das war quasi so die Abmachung zwischen Jerome Blake und Kerensky, wie man da vorgeht, so nach dem Motto, ne? Obwohl dem Kerensky sicher nicht bewusst war, was alles der Jerome Blake vorhatte, ja. Aber der Ich hatte. bin mir gar nicht so sicher. Ich habe jetzt die Romane nicht gelesen, aber ich hatte immer den Eindruck, dass Jerome Blake kein mystischer Verrückter war, sondern dass er in der Folge nur Nee, von der, den späteren Anhängern verklärt genau. wurde, ne? Ja, wie So es ist es. immer Nee, so der hatte passiert. schon eigentlich mit Methode, ja. Ja. Genau, und Interessanterweise natürlich, wer hat als erstes den Braten gerochen, was den Exodus angeht? Also Minoru außerhalb. Kurita. Ja, gut. Natürlich, die Kurita. Man muss ja dazu sagen, es ging ja auch durch deren Raum durch. Also, da ist es logisch, Ja. dass der es zuerst riecht, ne? Und weißt Ja, du, mit klar. wem Kurita befreundet war vorher? Mit? Er hat sich zumindest Freunde oder zumindest freundschaftliches Verhältnis mit Stefan Amaris natürlich, ne? Kurita war befreundet mit oder hat gute Beziehungen unterhalten mit Stefan Amaris, der Mann, der die Camerons umgebracht hat und einen riesen Genau. Holocaust verursacht. Ach ja. Also natürlich auch schon wieder böse, 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 ne? Und das heißt, am Ende des Tages hat der die diese, man hat das natürlich bemerkt. Irgendwann hat man gesehen, okay, da rottet sich was zusammen. Die haben ja 6 Millionen Mann und Frauen und Erwachsene und Kinder auch teilweise. Soldaten, Zivilisten in 1349 Sprungschiffen, 402 Kriegsschiffen und über 5000 Landungsschiffen. Also, das kann man nicht so leicht übersehen. Die haben am Anfang das gesagt, so, ja, wir machen nur Manöver, aber irgendwann haben sie gesagt, das ist aber ein großes Manöver. Welches Haus wollen die denn damit überfallen? Ne? Aber Kurita, der Koordinator, hat das schon sozusagen gerochen. Und hat geahnt, dass es auf einen Exodus hinausläuft und hat
auch nichts dagegen unternommen und hat die einfach durch seinen Raum durchziehen lassen, sind ja im galaktischen Norden sozusagen oder im Innersphären-Norden dann halt aus dem bekannten Raum herausgesprungen. Aber was hätte er denn machen können? Also mit seinen paar hundert Handeln da? Allein schon die 400 Warships, also Kriegsschiffe, mit denen ich finde es auch total lustig, so die Mini-Geplänkel, die dann anfangen. Also weil das HPG-Netzwerk wird dann wieder eingeschalten quasi und es gibt den Comstar Letter of Credit, der ihm sagt, wie Comstar neutral das alles abwickeln wird. Ja? Also Comstar erklärt sich quasi zur neutralen Macht. Ja. Ja. Und das ganz Lustige ist, dass sofort der Kenyan Marik, also der First Lord, nicht First Lord, sondern der Captain General, genau, der Free Worlds League, sofort sagt, okay, wir sind die Ersten, wir akzeptieren das Communications-Protokoll unterschreiben wir und übrigens, ich ernenne mich jetzt zum ersten Lord der Star League. Ja, Punkt. Ne? Genau. Auch so nach dem Motto, vielleicht hilft mir der Jerome Blake dabei. Wer weiß, ne? Genau. Was ich übrigens auch interessant finde, die Star League Flotte unter Kerensky hat nicht nur Freiwillige aufgesammelt, sondern hat auch Shanghai. Also die haben im Zweifelsfall jeden eingesammelt auf dem Weg nach draußen sozusagen, der für sie irgendwo hilfreich war oder den sie haben gebrauchen können. Also sie haben viele auch gegen ihren Willen mitgenommen, was dann auch wieder ein Funke war, der dann natürlich dann auch bei den Clans, aber da kommen wir dann im späteren Battleport mal drauf, dann da auch wieder zu Unfrieden und Bürgerkriegen dann halt gesorgt hat. Ne? Also von daher, das finde ich immer schön. Battletech ist nie schwarz und weiß eindeutig, zumindest nach der kurzen Warm-up-Phase am Anfang, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, ne? Aber waren immer auch so viele Grautöne dabei. Ne? Mhm. Gut, der Exodus passiert, und die Folge, ein gigantisches Machtvakuum in der inneren Sphäre. Und das bedeutet, der erste Nachfolgekrieg beginnt. Vorher können wir auch erwähnen, dass dort auch die Eridani, die leichte Eridani-Reiterei gegründet wurde. Die gab es vorher schon. Die haben sich nur als Söldner dann. Echt? Die waren auch eine, Star League Defense Force waren die. Genau. Also die Eridani Light Horse, die hat es in der Star League Defense Force quasi gegeben und die haben sich aber dann abgespalten und haben gesagt, Kerensky, mach dein Ding, aber wir bleiben da und wir sind jetzt quasi... Dann sind sie halt praktisch als Söldner da. Ja, Northwind Highlanders ja genauso. Also da gab es diverse Einheiten, die ehemalige Militäreinheiten, die gesagt haben, wir sind jetzt Söldner, Punkt. Genau, diese Kearney irgendwas und so weiter. Also da gab es einige. Auf jeden Fall, erster Nachfolgekrieg beginnt 2786, geht bis 2821, sind satte 35 Jahre, was aufgrund der Größe der inneren Sphäre, also des mittlerweile vom Menschen bewohnten Raum, auch nachvollziehbar ist. Und in diesen 35 Jahren geht es richtig zur Sache. Nachdem sich Koordinator Minoru Kurita erstmal als erster Lord des Sternenbundes erklärt hat. Ja, eigentlich zweiter, ne? Ja, aber er hat sich in diesem Krieg, sagen wir es mal, so von den großen Hausfürsten, ne? Genau, ich das war so ein. Hallo, übrigens, ich bin so, nach dem Motto war das. Also, es war nicht so ein richtiger Effort. Genau. Also, er hat wirklich darauf gehofft, dass der Jerome Blake sagt, so nach dem Motto, ja, okay, du bist es halt. Genau. Und das hat nicht funktioniert. Jerome Blake hat dann halt Terra für sich beansprucht, hat Comstar damit offiziell gegründet und. Ist damit dann erstmal aus dem Spiel raus gewesen, beziehungsweise hat sich neutral erklärt und Gott sei Dank haben sich die meisten daran gehalten. Aber HPG-Stationen wurden sicherlich auch in Mitleidenschaft gezogen, denn dieser Konflikt war der blutigste in der menschlichen Geschichte bis dato. Ne? Ihre Ares-Konventionen spielten keine Rolle mehr. Nuklearwaffen, biologische Waffen, chemische Waffen wurden wie Kamelle unters Volk geworfen. Und haben viele bis dahin wirklich sehr belebte Planeten komplett lebensfeindlich gemacht und Zivilisationen ausgerottet. Und vor allem hatte man es auf die Produktivität und Intelligenz der Gegner abgesehen. Das heißt, man hat Fabriken, Universitäten und dergleichen mit Vorzug sozusagen bombardiert. Und damit hatte man innerhalb von weniger Jahren vieles zerstört, was man in 800 Jahren vorher minutiös aufgebaut hat,
was sogar viele andere, auch durchaus längere Kriege wie diesen Hundertjährigen, überlebt hatte. Nicht nur überlebt, sondern gestiegen war. Genau, ja. Wichtig in dem, wollen wir jetzt eigentlich in der Zeit auch drüber reden, was in den Clans passiert, oder machen wir das extra dann? Das machen wir separat, das wird zu weit führen. Ja, aber wichtig quasi in diesem ersten Nachfolgekrieg war auch, also bis zu 2802, 2804 war Comstar eigentlich rein eben dieser neutrale Lieferant von Informationen und war im Prinzip so wie eine Telekom. Ja? Also die hatten keinen Anspruch irgendwie da irgendwas zu machen oder so. Ja? Und das hat sich dann im Prinzip ein bisschen geändert. 2811 wurde quasi ROM gegründet. Ja? Was ist ROM? Quasi das ist die interne Security von Comstar. Ja? Mhm. So Elite Intelligence Agency, ja? Also wird sie ja immer genannt. Ja? Und die aus dem Hintergrund heraus im Prinzip hat sich dann Comstar auch umbenannt, 2819, in The Comstar Order. Ja. Und das war so das Erste, wo quasi Comstar so, ja, okay, jetzt wird das Ganze etwas religiös, weil im gleichen Jahr auch Jerome Blake stirbt, also 2819 stirbt Jerome Blake. Und ROM führt quasi so einen Purge durch von allen irgendwie Kräften, die irgendwie irgendwas gegen Jerome Blake zum Sagen haben, innerhalb von. Und der wird quasi so zum Märtyrergott erhoben. Wo wir jetzt die Comstar haben, was ist mit Geld eigentlich bis dahin? Credits gibt es, ganz normal. Also Credits ist so, es gibt auch Hausnoten, aber die interstellare Währungen sind eigentlich, die werden dann später Comstar-Siebels, glaube ich, genannt. Genau, ja. Das ist so der US-Dollar sozusagen weltweit, ne? Im Prinzip zur Zeit zur Formung von Comstar gibt es eben diese Comstar-Bill, ja, die da geissued wird. Und um eben Kommunikation zu verschicken, benötigst du Siebels. Und weil eben Comstar Zugriff und im Schicken von Informationen immer teurer und immer wichtiger wurde, ja, so 2802 auch herum, wo Comstar dann so richtig profitabel wurde, ja, hat sich das im Prinzip, so wie in vielen Staaten im Prinzip der US-Dollar akzeptiert wird, weil die eigene Währung nichts mehr wert ist. Ja, ja, hat sich voll gesucht. Hat sich dann diese C-Bills etabliert, weil das im Prinzip die einzige Währung war, die wirklich überall was wert war. Ja. Also die haben sich richtig vollgesogen, reich geworden durch die innere Sphäre und durch dieses Monopol. Sie haben ja ein unstreitbares Monopol zu diesem Zeitpunkt. Ja. Na, jedenfalls, der Krieg dauert 35 Jahre, danach liegen weite Teile der inneren Sphäre in Schutt und Asche. Und das ist sozusagen der Bodensatz oder, sag ich mal, Ausgangspunkt für die spätere Battletech-Geschichte, die ja so eine Art Sci-Fi-Mittelalter Dark Age ist eigentlich. Jetzt nicht das Dark Age von Battletech, sondern schon eher, wo die Mechkrieger zu Rittern werden, wo begrenzter Krieg geführt wird und so weiter. Das ist so die Grundlage. Aber es geht noch weiter. Nach nur 9 Jahren Pause beginnt der zweite Nachfolgekrieg und der geht wiederum 34 Jahre, also nur ein Jahr kürzer. Und ich möchte jetzt noch vorhin ein paar Zahlen reinschießen. Nach dem ersten Nachfolgekrieg waren 9 von 10 Kriegsschiffen vernichtet und die Hälfte aller Sprungschiffe in der Sphäre waren zerstört. Waren also zu diesem Zeitpunkt legitime Ziele, weil die Ares-Konvention war alles für den Arsch. Und die Schiffsbauindustrie, also Raumschiffindustrie, war natürlich ein Primärziel, weil wenn man sich nicht zwischen den Sternen bewegen kann, kann seine Truppen auch nicht verschieben. Die waren natürlich Primärziel und die sind so stark getroffen worden, dass man die Verluste nicht mal ansatzweise ersetzen konnte. Und nach 9 Jahren stellte man fest, naja, 9 von 10 Kriegsschiffen sind kaputt, bleibt ja noch eins übrig, dann machen wir mal weiter, ne? Lustig dann, auch, also genau in dieser kurzen Zwischenpause zwischen ersten und zweiten Nachfolgekrieg, weil du eben das Comstar noch angesprochen hast, ja, hat sich eben die Comstar-Währung komplett etabliert, ja, und Comstar hat 2826 das Comstar News Bureau geformt, also quasi intergalaktisches CNN, ja. Und hat damit auch kontrolliert, quasi wie News gemacht werden. Ja, und konnte da natürlich massiv eingreifen in was passiert. Ne? Ja.
Der zweite Nachfolgekrieg wird übrigens ausgelöst, wen wundert, 2830, wenn Jinjiro Kurita, der Nachfolger von Minoru Kurita, durch eine Fehlinformation von Comstar dazu gebracht wird, die Nachbarstaaten massiv anzugreifen. Und zwar angeblich, dass die Lyraner irgendwie böse Sachen vorhaben und natürlich Erstschlag, Intervention hier von Jinjiro Kurita. Aber warum? Und der zweite, weil die Kuritisten die Bösen sind. Nein, warum hat Comstar das getan? Oh, Comstar hat inzwischen schon eine Secret Agenda. Das kommt später noch ein bisschen stärker raus. Und zwar Comstar hat sich jetzt zu so einem pseudoreligiösen Orden verwandelt. Da wird Hoshi gleich sicherlich noch mehr sagen können und ein paar Details. Und sie haben sich als Mission eigentlich gesetzt, den Sternenbund unter ihrer Ägide aufstehen zu lassen. Aber nicht mit militärischen Mitteln, sondern sie wollen, dass sich die Nachfolgestaaten gegenseitig praktisch in die Steinzeit bomben, die Technologie verlieren. Sie hingegen als Comstar bewahren die Technologie. Und wenn alle am Boden liegen, sagen sie hier, wir sind eure Erlöser, folgt unserem glorreichen Jerome Blake, schließt uns euch an und wir gründen den Sternenbund neu. Ungefähr so, oder genau. Hoshi? Genau, also Comstar hatte, also im Prinzip haben die ROM-Agenten, die quasi so die internen Säuberungen bei Comstar und so weiter durchgeführt haben, dann ja auch das, diese ganzen Umbenennungen in Präzentoren und Primus und so weiter durchgeführt und so, ne? Und haben im Prinzip auch gesagt, ja, okay, passt auf, wir wurden ja im Prinzip nicht nur mit, also die haben das dann ausgelegt, Jerome Blake hat zwar Terra wieder aufgebaut, aber im Prinzip war seine Beauftragung, alles wieder aufzubauen. Ja. Also das war so sein Ziel, aber er ist halt leider vorher gestorben, ja, so eben unser Gott, aber er hat uns hinterlassen ein Papier und ob das jetzt wirklich von Jerome Blake war oder nicht, das weiß man nicht. Ja. und das sagt so nach dem Motto, Comstar muss sich als neutrale Macht bewahren und sich zurückhalten, ja. Und halt schauen, die Erde hat er ja quasi als sein Pfand in ein Paradies verwandelt, ob das jetzt wirklich ein Paradies ist, oder ich weiß man nicht, ja. Zu dem Zeitpunkt und überhaupt und die man muss quasi diese Nachfolgekriege, die werden jetzt passieren und die Menschheit wird sich komplett zerbomben und so weiter und wenn quasi alles in Schutt und Asche liegt, kommst da und baut alles wieder auf. Das finde ich das Makabre. Wisst ihr, wie diese Operation genannt wurde von Comstar? Wie? Operation Heiliges Leichentuch. Oh. Heftig, oder? Mhm. Sie wollten die innere Sphäre in ihr heiliges Leichentuch wickeln, um sie zur Erlösung zu führen. Unfassbar. Also die Jungs waren schon echt schräg drauf zum Zeitpunkt. Und der zweite Nachfolgekrieg hat halt das nachgeholt, was der erste verpasst hat. Also viele der Welten sind auf das Niveau des 20. Jahrhunderts oder noch darunter gefallen. Und Comstar hat alles vernichtet an Technologie, das sie nicht beherrschen konnten. Oder sie haben es halt weggenommen, unter der Hand natürlich nicht offen, alles mit ihren Agenten und so weiter. Und Redelsführern und Helfershelfern, die sie halt gekauft haben. Und im Endeffekt haben sie immer Druck ausgeübt mit ihrem Kommunikationsmonopol. Genau, weil zwischen dem ersten und zweiten Nachfolgekrieg eben auch haben sich kurz die Lyrianer dagegen aufgelehnt, quasi, dass Comstar so ein Monopol hat ja, und wollten im Prinzip HPG-Stationen übernehmen, ja, und sind dann sofort mit einer Interdiktion bestraft worden, also sprich, haben keine HPG-Nachrichten mehr senden können. Ja. Ja. Und damit haben dann alle anderen gesagt, ups, das wäre ja wirklich kacke, ja. Ja. Und damit war Comstars Neutralität im Prinzip unter Anführungszeichen gesichert. Ne? Genau. Der technische Verfall war ja nach dem ersten Nachfolgekrieg schon, was die Raumfahrt hat anging, sehr vorangeschritten. Nach dem zweiten Nachfolgekrieg hat es dann halt auch den Boden oder die planetaren Verhältnisse stark angegriffen. Das heißt, so bis dahin relativ grundlegende Sachen wie fortgeschrittene Computer, Fusionsreaktoren und verschiedenste technische Geräte waren einfach nicht mehr zu ersetzen in der Menge, wie man sie vernichtet hat. Das heißt, es fing halt das an, was wir dann später im 3025-Schiene so erlebt hatten, so in der Zeit von Grey Death Legion und so weiter, dass sie anfingen, sich gegenseitig zu kannibalisieren. Das heißt, Zivilfahrzeuge, die Fusionsreaktor hatten, die wurden dann ausgebaut, um sie halt in Mechs oder anderen militärischen Fahrzeugen anzusetzen, während die damit wieder Verbrennungsmotoren ausgestattet wurden. Das heißt, diese Energiefreiheit, Unabhängigkeit, die wir vorhin angesprochen haben, begann wieder zu schwinden. Mhm.
hatte nicht ganz so die Aus-, also es gab keine Ölkriege danach mehr oder so, aber es ging eigentlich mehr darum, die unendliche Technologie, die man hatte, Fusion, einfach wieder in die Hände zu bekommen. Und der Krieg um Technologien, um Wissen begann im zweiten Nachfolgekrieg gewissermaßen wieder oder zeigte seine ersten, warf die ersten Schatten voraus, könnte man sagen. Wo man auf jeden Fall ganze Sache gemacht hat, die letzten interstellaren Kriegsschiffe wurden vernichtet. Das heißt, es gab diese Schiffsklasse in der inneren Sphäre nicht mehr. Das heißt, nur die, die mit Kerensky mit rausgeflogen sind, die waren irgendwo. Und im Endeffekt waren auch die Klasse der Sprungschiffe bedroht. Und wenn man die jetzt auch noch flächendeckend gekillt hätte, dann wäre es halt auch vorbei gewesen mit interstellarem Handel. Und dann wäre man wirklich wieder an einem Punkt angekommen wie um 2000 irgendwas. Und da hat man angefangen zu reagieren. Man hat gesagt, okay, Sprungschiffe sind keine legitimen Kriegsziele mehr. Sie müssen immer geachtet werden, egal ob sie kriegs- oder privat oder zivil sind. Mhm. Ja, und dann... Im zweiten Nachfolgekrieg, das Einzige quasi, was nicht irgendwie sich zurückgebombt hat, war halt die Erde, weil die war unter Comstar-Regierung quasi, ja. Und das war tatsächlich so eine Art quasi auch technologisches Paradies. Ja. Und natürlich haben auf der Erde gab es auch dann irgendwann so Bewegungen gegen Comstar, sage ich mal, oder zumindest gegen diese, sage ich jetzt mal, religiöse Verherrlichung Comstar. Ja. Also da gab es durchaus Leute, die so nach dem Motto die Intelligenz an den Tag gebracht haben, dass das vielleicht nicht das Gelbe vom Ei ist oder so. Ja. Und deswegen gab es halt 2877 im Dezember dann eben diesen schwarzen Dezember. Und das war im Prinzip da, wo wieder Rom, also der Sicherheits- und Informationsdienst von Comstar, im Prinzip auf der Erde alles umgebracht hat, was gegen Comstar war. Und das auch noch positiv dargestellt hat, weil im Prinzip haben sie vorher sauber gemacht, gereinigt, ne? Terroristische Attacken quasi auf die Zivilbevölkerung vorgetäuscht oder inszeniert, ja, um eben sozusagen nach dem Motto, die Zivilbevölkerung gegen diese Anti-Comstar-Bewegung aufzubringen, ja, weil das sind alles Terroristen und so und die sind alle böse und überhaupt, ja. Willkommen bei Word of Blake. Genau, und dann haben sie quasi gesagt, okay, jetzt können wir rein und dann haben sie eben alle Anti-Comstar-Kräfte hier im schwarzen Dezember dann ausgelöscht. Ich glaube, Jerome Blake hätte sich im Grabe, der hätte rotiert, wenn er das gewusst hätte, was da alles passiert. Eine neue unendliche Energiequelle. Ja. Interessanterweise, wenn ihr glaubt, die Kampfpause zwischen dem ersten und zweiten Nachfolgekrieg von 9 Jahren wäre nur kurz gewesen, zwischen dem zweiten und dem dritten waren genau 2 Jahre. Und der dritte Nachfolgekrieg begann 2866 und ging bis etwa 3025, also satte 159 Jahre, aber er war anders als die anderen beiden, denn die anderen ersten beiden waren von massiver Zerstörung begleitet und haben auch gar nichts gebracht. Also es gab kaum Verschiebung an den Grenzen. Das heißt, keine der kriegführenden Parteien hatte eigentlich ernsthafte Erfolge zu verbuchen. Die einzigen, die sie ihre Agenda gepusht haben, waren Comstar. Also diesmal haben sie es andersrum gemacht. Letztes Mal haben sie ja Kurita gesagt, Achtung, die Lyraner machen was. Diesmal haben sie den Lyranern gesagt. Kurita war es. Nein. Man muss ja sagen, wie nein. Na, es steht doch genau da. Das heißt, sie haben Miyogi Kurita prophezeit, indem sie Kurita. Du hast recht. Ja. Genau, diesmal haben sie es anders gemacht. Diesmal genau andersrum. So oder so, die Kuritas sind immer die Bösen. Aber die Kuritas haben ja wieder angegriffen. Also von daher, sie haben Steiner oder Lyraner mit Informationen gefüttert und haben dadurch natürlich Haus Kurita provoziert, die dann auch wieder brav angegriffen haben. Das heißt, Kurita sind die Bösen. Richtig. Da gab es wieder eine wahnsinnige, ich sage jetzt mal, Comstar-Einfluss, ja, weil die während dem dritten Nachfolgekrieg, also während diesen 159 Jahren, hat Comstar ihre Raids quasi, um mit denen man HPG-Nachrichten verschickt, immer weiter raufgetrieben. Ja? Also die haben quasi immer mehr Geld verlangt dafür, dass du so eine Nachricht sendest. Und irgendwann konnten sie und haben dann auch eingeführt quasi langsame Nachrichten und schnelle Nachrichten, wo sie
Prinzip viele ihnen unterstellt haben, langsame Nachrichten ist eigentlich ein Blödsinn, aber die haben einfach sich Zeit gelassen, so nach dem Motto, ja, weil warum sollten sie schneller schicken? Und schnelle Nachrichten haben immer mehr gekostet und so. Ja, also das, damit haben sie halt wahnsinnig Geld reingepumpt und haben dann offiziell, also offiziell intern natürlich, 2933 die Comguards geformt, ja, und quasi ihr eigenes Militär aufgebaut, ohne das irgendwem natürlich zu sagen, ja, um da quasi dann, wenn alles zusammengebrochen ist, das Ganze zu übernehmen, ne? Ja. Es gab sogar 2902 sogar noch einen Civil War innerhalb von Comstar, weil sich halt wieder Kräfte gebildet haben, die halt diesen Black December, also diesen schwarzen Dezember durchschaut haben, ja. Aber das ist natürlich auch komplett von ROM wieder, gab es da Cover-Ups und im Prinzip sind alle wieder, die da gegen Comstar waren, von ROM quasi ausgelöscht worden, etc. Aber war mit die Währung war doch schon C-Bills und die C-Bills haben ja genau. Comstar ausgestattet. Warum mussten die dann überhaupt Preise erhöhen? Ja, weil die haben natürlich auch ihre eigene, die hatten so viel von ihrer eigenen Währung, ja, dass sich das halt hochgespielt hat. Weil die haben schon natürlich auch Dinge von anderen Staaten eingekauft. Ja, mit C-Bills dann wieder. Aber dadurch, dass sie halt die Währung kontrolliert haben, haben sie im Prinzip ja auch ein wahnsinniges Handelsmonopol erstellt. Und haben auch die Lyrianer halt auch sehr stark genutzt, ja, und haben halt gesagt, na gut, ihr guten Händler, ihr könnt jetzt quasi frei, ihr kriegt Discounts und so weiter, wenn ihr quasi Naturalien eintauscht für Comstar und, ja. Mhm. Haben auch extrem cool verschleiert Militärlieferungen und so weiter, weil die braucht natürlich auch ein bisschen Nachschub und so weiter, ja, also für ihre Comguards etc., ja, und also da haben es wirklich sehr viel daran gelegt und haben im Hintergrund auch so Sternenleak-Caches, also wo noch Dinge quasi von der SLDF gelegen sind, ja, natürlich im Geheimen immer wieder sich geholt und nach Terra gebracht. Ja. Was ja auch in der Great Death Legion Trilogie, Martin. Genau. Da kommen wir dann gleich nochmal am Ende hin. Genau. Also sie haben praktisch, nur ganz kurz, also sie haben praktisch im Endeffekt die Inflation damit niedrig gehalten, dadurch, dass sie die Preise erhöht haben. So ist es, genau. Ich möchte also nochmal dafür quasi gesorgt, durch die Preiserhöhungen, dass es ein gefühltes Wirtschaftswachstum gab, ne? Mhm. Ich möchte nochmal kurz darauf hinweisen, dass der dritte Nachfolgekrieg, so wie er geführt wurde, eigentlich erst der finale Aufstieg des Battlemechs zur ultimativen Waffe im Mech-Warrior-Universum bedeutet, weil durch diese Krieg, der wirklich mit seiner geringen Intensität geführt wurde, das heißt, hier war ein Planet mal den Nachbarn gewechselt, da gibt's mal ein Raid auf eine Fabrik und da wird mal einer entführt, ne? Also es waren wirklich eher so Nadelstichtaktiken und keine großen Offensiven, wie man sie im ersten und zweiten oder auch im vierten Nachfolgekrieg, wo wir im nächsten Battleport mal drüber sprechen werden, also vierte Nachfolgekrieg haben wir hier nicht mehr. Das ist so eigentlich der Aufstieg des Neofeudalismus auch auf kleiner Ebene, weil bisher war es halt so, dass viele Planeten durchaus demokratisch oder als Republiken formiert waren, auf globaler Ebene oder auf planetarer Ebene, aber außerhalb interstellar waren sie in ein Geflecht von Neofeudalismus, also in Königreiche und dergleichen halt eingebunden. Aufgrund der schlechten Kommunikation. Aber durch die Zerstörung hat sich das dann auch immer weiter nach unten durchgesetzt. Das heißt, auch auf vielen Planeten waren mittlerweile Könige, Kaiser und Herzöge und so weiter entstanden. Und der Mech-Krieger mit seiner halbwegs zusammengeschusterten Maschine, die aus mehreren alten Maschinen zusammengesetzt oder instand gesetzt wurde, die war dann das schäbige Schlachtrost sozusagen, mit dem ein lokaler oder regionaler Herrscher dann punkten konnte. Und das ist so diese Battletech-Atmosphäre, die ich persönlich unglaublich liebe und die mich auch damals in das Spiel gebracht hat. Und die nimmt in diesem 159-jährigen dritten Nachfolgekrieg absolut Form an. Mhm. Das ist übrigens auch ein paar lustige Funfacts in der Zeit sind, die einzigen, die quasi nicht sich so Prinzen, Könige und so weiter genannt haben, sind im Prinzip die Liaos.
Also der Kopf der Kapellanischen Föderation war immer der Kanzler. Also die haben da quasi keinen Kaiser ernannt oder so, sondern die Liaos waren immer die Kanzler des Staates. Also das war richtig lustig. Und in der Free Worlds League quasi die Mariks etc., die waren immer Captain General. Ja. Also es war immer sehr militärisch geprägt. Das ist. Und in den ganzen anderen Staaten war es halt eben Lord Kurita. Lord Kurita, Prinz Davion, no. Archon Steiner und so weiter. Ne? Also, jetzt müssen wir nur sagen, warum die Anführer immer Prinzen waren. Das war ein lustiges, also zum Beispiel bei den Federated Sons war es eigentlich zuerst immer der Präsident quasi. Und das war immer so eine Mischform aus, ich sage immer, USA mit französischem Anspruch, ja. Davion. Ja, genau. Also das war so ein Präsidialsystem, wo wirklich auch, eben weil Kommunikation schwierig war, war wieder so eine repräsentative Demokratie zuerst quasi, ne? Also wo man Repräsentanten hingeschickt hat, um wen zu wählen oder so, ja. Mhm. Und da die aber eh immer einen Davion gewählt haben, ja, warum, weiß man nicht so genau. Ja. Also kann manche sagen, weil sie zu gedrängt wurden, ne? und vor allem, weil die dann Dinge eingegliedert haben, wie eben zum Beispiel die Hasex und so weiter, und die waren schon Dukes und so, ja, also die waren in dieser Ding schon drinnen, ja, haben sie dann irgendwann gesagt, okay, ein Präsident kann nicht über einen Grafen herrschen, ja, geht nicht, ja, wer war das damals, das war, glaube ich, auch ein Michael Davion oder so, der hat dann gesagt, okay, ich bin nicht mehr Präsident, ja, er mag den Titel König aber so oder so, aber nicht, ja, sondern er nennt sich zum ersten Prinzen der föderierten Sonne, ja. Und daraus kommt eben First Prince, ja. So, Titel. Danke. Ja. Der wird dann verkürzt auf Prinz, zuerst war es immer der erste Prinz, weil es gab mehrere Prinzen quasi und der erste Prinz war der regiert hat, ja. Die alte Prinzenrolle. Genau. Also der 159-jährige Krieg war in Summe erstmal sehr ereignislos, glimmte so vor sich hin. Interessant wurde es erst wieder gegen Ende, weil obwohl Comstar wirklich sich alle Mühe gegeben hatte, die Wiederentdeckung von Technologien zu verhindern, gab es erste Erfolge. Und eine der wichtigsten war natürlich die Entdeckung des Helm-Speicherkerns durch die Grey Death Legion, die ja auch in der ersten Battletech-Trilogie thematisiert wird im finalen Band. Und aber das ist doch 3028. Der dritte Band, ja, genau, doch nur bis 3025. Also warum ist er vorbei? Ja, es ist so im weiteren Sinne. Also 3025, aber das sind so die Nachwehen, würde ich mal sagen. Mhm. Es ist auch wieder ein fließender Übergang, so eine Phase von 3 Jahren, die sich halt ergibt. Und ich würde sagen aber, dass die Grey Death Legion und das, was in diesen 3 Büchern passiert, markiert sozusagen den Schlusspunkt von dieser Entwicklung. Weil auch vorher schon. Also vorher im Prinzip getriggert wurde das Ganze eigentlich durch den Tod von Ian Davion, ja, und der Hanse Davion ist dann eben der First Prince geworden, ja. Und der hat das eben, dem hat das so schwer geschockt, dass im Prinzip sein Bruder sterben konnte. Und weil im Prinzip keiner einen richtigen Vorteil hatte und es war alles eigentlich abhängig von wie viel Mechs konntest du in irgendeinen Kampf reinschicken oder so, ja. Mhm. Und er hat dann gemeinsam mit dem, also der war damals schon ein Freund, kann man sagen, ja, vom Dr. Banzai, ja. Und der Dr. Banzai hat halt gesagt, okay, wir müssen Technologie auch vorantreiben, ne. Genau, das New Avalon Institute hat das ja auf Science oder so. Genau, hat dann das New Avalon Institute of Science gegründet, ja. Und da sind schon die ersten Dinge rausgekommen. Ja. Also die haben schon an Dingen dann gearbeitet, da ist dann auch schon so Dinge wie der Hatchet Man entwickelt worden und so. Ja. Die waren sich noch nicht ganz einig, wie diese Technologien funktioniert haben damals, aber sie haben schon gewusst, es gab Dinge zur Zeit von der Star League, ja, und sie hatten jetzt keinen Kernspeicher, ja, so, der dann 3028 kam, aber sie hatten ein paar alte Star League Mechs irgendwoher, ja.
Also so ein, weiß ich nicht, ob sie die Mächte hatten, aber auf jeden Fall hat sie den Anspruch, wieder in diese Richtung auch zu gehen. Genau, und da haben sie gesagt, okay, wir wissen nicht, wie die Dinger funktionieren, aber die Dinger funktionieren eindeutig besser als das, was wir jetzt haben. Also ein Archer zu Zeiten von der Star League war kein Archer, den wir jetzt haben zum Beispiel. Ja. Hm. Und da haben sie dann halt gesagt, da müssen wir wieder hin entwickeln. Ja. Und da haben sie halt dann schon sehr viel reingesteckt und sehr viel Technologie mit wieder reingebracht. Ja, und der Antrieb kam, das muss ich mal kurz sagen, also dass Hanse Davian erster Prinz wurde, war dem Tod von seinem älteren Bruder Ian Davian geschuldet. Aber den Antrieb auch wieder mehr zu machen, den gab es durch das, glaube ich, allererste Battletech-Roman, das Schwert und der Dolch. Genau, da würde ich aber gerne beim nächsten Mal genauer drauf eingehen. Aber es hat auf jeden Fall mit Liao zu tun, es hat mit Verrat zu tun. Das war die Triebfeder, das war die Initialzündung, dass Hanse Davian losmarschiert ist und wodurch sich dann der wirklich auch entscheidende oder ein entscheidendes im vierten Nachfolgekrieg dann getan hat. Mhm. Nochmal ganz kurz, Dr. Banzai? Ja. Ja. Wirklich? Ja, for real. Das ist ein Amerikaner, das verdammt, die es geschrieben haben. Das ist ganz einfach zu begründen, ja. Weil es gibt den Dr. Banzai, sein Team um ihn herum sind die Hong Kong Cavaliers. Ja. es gibt eine Einheit, die heißen Blue Blazer, ja. Und das Ganze kommt aus einem, sag ich jetzt mal, 80er-Jahre-Film, der heißt Buckaroo Banzai. Und dort gibt's auch den Dr. Banzai und so weiter, ja. Und das ist im Prinzip eine Hommage an den Film, weil der Michael Stackpole, der eben die zweite Trilogie geschrieben hat, ja, ein riesiger Fan war von dem Film Buckaroo Banzai, ja, hat er das da mit reingebracht, und es gibt sogar Szenen, die im Film so vorkommen in den Büchern. Ach du je, das war nicht. Also zum Beispiel eine Szene, ich glaube, das ist sogar im ersten Buch, am New Avalon Institute of Science, das wird angegriffen, und dann laufen sie durch einen Raum, und da hat der Dr. Banzai ein Experiment, wo eine große Melone in einer Maschine drinnen ist. Und das kommt genau so im Film vor. Okay, gut. Also, und auch der Prinz Hanse Davion, im Film ist es ein anderer natürlich, ja, wird im Prinzip, wie New Avalon angegriffen wird, das ist dann, glaube ich, im dritten Buch, ne? Kann sein, ja. Genau, wird dann von diesen Hong Kong Cavaliers quasi gerettet, ja. Ja, jetzt nicht zu viel, ihr spoilert schon wieder viel zu viel vom nächsten Cast. Also man kann auf jeden Fall sagen, der Einstieg um 3028, da ist so die Zeitenwende, und Grey Death Legion gehört aber gefühlt auf jeden Fall noch zum Ende des dritten Nachfolgs. Ja, richtig, definitiv. Mhm. Vor allem, man merkt noch so richtig, bei der Grey Death Legion, jeder einzelne Battlemech ist quasi ein Wahnsinnsinstrument, und du kannst mit fünf Battlemechs einen Planeten halten. Ja, fühl zumindest. Ja. Also du kannst auf jeden Fall entscheidende Punkte setzen. Und erst nach 3028 passiert so eine Inflation, weil halt genug Industrie wieder zur Verfügung steht, um schneller und mehr Battlemechs zu produzieren. Mhm. Genau. Und deswegen, also Grey Death Legion, egal wie, ist immer noch meine favorisierte Trilogie. Obwohl ich Wölfe an der Grenze und ein Erbe von den Drachen sehr liebe, wegen der japanischen Kultur und den Figuren. Aber ich würde sagen, das Feeling eines Battlemech oder eines Mech-Warriors kommt nirgendwo so gut raus wie in der Grey Death, wie in der originalen Grey Death Trilogie. Mhm. Genau. Wer sie noch nicht gelesen hat, must. Da gibt's wirklich Kämpfe von, sage ich mal, Minimal-Mechs, ja, also Locust gegen Stinger oder so, ja, die so genial beschrieben sind. Also das ist wirklich, ja, finde ich genial. Holt euch, also die Bücher, also gedruckte Bücher gibt's im Moment noch nicht. Ob die noch kommen, weiß ich nicht, aber Ulysses hat die ganzen alten Romane neu übersetzt, und die englischen Bezeichnungen der Mechs sind wieder drin. Also, oh, Gott sei das heißt Dank. Jetzt wieder Archer und nicht Schütze oder wie es auch immer. Ja, Kampfschütze, das hat, ja, genau. Ja, deswegen auch sorry an alle Zuhörer, wenn ich noch ins Englische verfalle, aber ich habe alle Romane eigentlich hauptsächlich nur auf Englisch gelesen, und deswegen verfalle ich immer in die englischen Bezeichnungen. Nö, ich glaube, dass das sich schon auch ganz ruhig. Inzwischen ist es normal. Spieler, ne? Ja. Also man sagt ja auch der Marauder mit der PPC, ne? Genau.
Okay, aber ich würde sagen, damit wir nicht zu viel spoilern fürs nächste Mal, machen wir jetzt so langsam den Cut. Aber ich finde, wir haben jetzt in zwei Casts echt eine super geile Zeitspanne. Vor allem für mich war es total interessant, die Zeit bis zu Starlink mal durchzulesen und zu recherchieren, weil ich mich mit diesem Abschnitt praktisch nie wirklich beschäftigt hatte. Und die Parallelen zur tatsächlichen Historie der Menschheit aktuell und in der jüngeren und etwas weiter entfernten Vergangenheit sind Wahnsinn. Entweder haben sie viele Zufallstreffer gelandet oder da waren Leute am Werk, die sich halt mit Geschichte auch gut auskannten. Aber eins möchte ich noch in den dritten Nachfolgekrieg rein reklamieren, weil ein paar kleine Fakten gibt es noch, die man für den nächsten dann wissen sollte, sage ich. Ja. Nämlich in diesem Nachfolgekrieg, der sich eben so hinzieht, fängt Comstar an, so Banditenkönige, ja, also sprich alles, was so in der Peripherie ist und nicht zu den großen Häuserhäusern gehört, erstens einmal zu versorgen mit Mech, Essen, alles Mögliche, ja. Und aus denen quasi Comguards zu rekrutieren. Also da fangen es dann massiv an, quasi sich selbst aufzubauen. Also auch militärisch zu positionieren. Militärisch, genau, ohne quasi es irgendwer mitkriegt. Ja. Dann auch noch ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach, ist 3005 erscheinen die Wolfsdragoner in der inneren Oh, die haben wir Flotte. leider vergessen, um Gottes Willen. Die, um Gottes Willen. Tauchen plötzlich über den Planeten Delos 4 in den Federated Suns auf und so mit ihrer fliegenden Raumstation, also wirklich ein Wahnsinn, ja, und sagen so nach dem Motto, lieber Prinz Davion, da sind wir, willst du uns nicht anstellen, ja? Und alle sind mal verwundert, wo die herkommen und viele denken sich, okay, das waren wahrscheinlich irgendwelche, die sind wahrscheinlich irgendwo in der Peripherie abgeblieben und ja, haben sich halt jetzt entschlossen, dass sie da reinkommen wollen, so nach dem Motto. Es hat auch keiner wirklich ernsthaft gewagt zu fragen, weil die waren Genau. so ein Machtfaktor mit ihren 5 Mech-Regimentern in wirklich erstklassigem Zustand auf 30-25er Tech-Stufe, interessanterweise, zu dem Genau. Zeitpunkt. Aber ich würde über die Wolfsdragone wirklich intensiver beim nächsten Mal spielen, weil sie so eine Genau. wichtige Rolle im vierten Genau. Ich Nachfolgekrieg und wollte bei es der quasi Clan nur Mission spielen. ankündigen, weil die eben 3005 plötzlich auftauchen. Ja. Genau, das Denn stimmt. 3005, das zu also. einer Zeit, wo quasi eine Lanze an Mechs teilweise einen Planeten beherrschen konnte, ja, taucht eine Kraft mit 5 Mech-Regimentern auf. Ja. Wir müssen noch kurz über die Dragoner insofern sprechen. Ihre Rolle im dritten Nachfolgekrieg war ja auch nicht unerheblich. Sie haben alle paar Jahre die Häuser gewechselt. Sie haben bei Davian angefangen, dann haben sie für Liao gearbeitet, dann haben sie für Mark gearbeitet. Dort sind sie verraten worden. Und der Jamie Wolfs Bruder sowie auch Jamie Wolfs Familie und viele andere wurden ermordet von den Mareks. Die Wolfsdragoner haben sich dafür bitter gerächt und haben alles niedergebrannt sozusagen und haben danach auch Pläne geschmiedet, damit das nie wieder vorkommt, den sogenannten Hegira-Plan. Danach haben sie unmittelbar für Steiner gearbeitet. Ja, das lief für sie finanziell nicht so gut, vor allem weil sie auch mitten in der Aufbauarbeit waren und haben dann einen lukrativen Vertrag auf den ersten Blick im Hause Kurita übernommen. Das wird dann in Wölfe an der Grenze ausführlich arbeitet für mich das beste einzelstehende Battletech-Buch. Und der zunehmende Konflikt, die Spannungen zwischen Haus Kurita und den Wolfsdragonern geschürt, um die Dragoner näher an das Haus zu binden, damit die nicht irgendwann wieder wechseln, weil sie ein wichtiger Machtfaktor waren, führt dann eher dazu, dass sie die Dragoner von sich wegtreiben und sogar in einen offenen Krieg münden. Und Takashi Kurita sozusagen fanatisch darauf erpicht ist, die Dragoner auszulöschen. Das Ganze geht nach hinten los. Er verliert unglaublich viele Einheiten in einem irrwitzigen Duell auf, wie hieß der Planet nochmal, dieser Eisplanet? Misery, ne? Misery. Genau. Wo die Ryuken, die ja nach dem Vorbild der Dragoner geformt wurden, zu beträchtlichen Teil aufgerieben werden. Und oh Gott, es ist schon echt spät, ich merke das schon. Taisa, Minobu Tetsuhara am Ende des Buchs, Achtung, Spoiler, das Leben nimmt, indem er Seppuku beginnt und sich den Bauch begeht und sich den Bauch aufschlitzt. Eine für mich der tragischsten Situationen im ganzen Battletech-Lore, finde ich auch großartig, die Szene. Und
der Exodus von den Wolfsdragonern dann zu Davin hin markiert dann auch mit dem Beginn des vierten Nachfolgekrieges. Also das passiert ungefähr zur selben Zeit und da können wir dann beim nächsten Mal auch genau drüber reden. Aber die Dragoner sind in diesen kurzen Jahren, also in diesen 23 Jahren, spielen die eine erhebliche Rolle in Endlosfehl. Jetzt ist die Frage, wollen wir mal eine Dragoner-Zwischenfolge einfügen und dann die Lore weitermachen? Weil ich glaube, die Wolfsdragoner sind, da kann man einen eigenen Cast drüber machen. Würde ich nach dem vierten Nachfolgekrieg machen. Genau, weil man müsste im Prinzip, damit man weiß, wie die Wolfsdragoner auch entstehen und so weiter, müsste man im Prinzip auch die Clan-Historie bis 3025 aufarbeiten. Ne? Ja. Oh ja, lass uns das sogar nach der Clan-Invasion, weil da spielt noch mit, also die Wolfsdragoner-Ära geht ja noch bis zum Dschihad. Ne? Und ich glaube, man muss das alles wissen, um sich damit Wolfsdragonern eigentlich ernsthaft auseinanderzusetzen. Okay, dann machen wir das nächste Mal. Wichtig zu wissen ist dann auch noch eben, kurz nachdem die Wolfsdragoner auftauchen, 3006, wird der Julian Diabolo Primus von Wolfsdar und ruft quasi so die Informationsschürungspolitik von Comstar nochmal in den kompletten Vordergrund. Und schürt quasi im dritten Nachfolgekrieg noch, wo welche Konflikte stattfinden und so weiter. Und der macht quasi wirklich so den vollen, wie geht Kommunikation. Also sprich, alle Nachrichten, die von einem großen Haus quasi zum Beispiel an den Prinzen, Achon oder sonst irgendwen gesendet werden, laufen über seinen Schreibtisch quasi, ja. Die Davians, die Federated Sons, die haben doch auch so eine Blackbox. Mit Hilfe von dem New Avalon Institute of Science, Team Banzai, beziehungsweise Dr. Banzai. Nach dem dritten Nachfolgekrieg. Also die wird. Nee, schon während des vierten, aber. Ja, die während des vierten, nach dem dritten. Nach dem dritten, ja, das also ist schon. Da spoilerst du schon wieder. Aus dem Helm Core, Memory Core kriegen. Ne? Ja. Leute, lasst uns aufhören. Wir haben viel zu geile Sachen, die wir jetzt schon vorgreifen. Das ist schade. Genau, also wir danken. Für die Aufmerksamkeit. Jetzt ist es sogar noch eine längere Folge als die erste geworden. Ich danke Hoshi, unserem famosen neuen Gast, der das nächste Mal mit dabei ist, ob er will oder nicht. Und natürlich auch Olli an dich für die Zeit und dein Wissen. Freilich. Und ich hoffe, die Zuhörer haben es gemerkt, ich habe ein neues Mikrofon. Ich hoffe, es ist gut. Hey. Und in welchem Abstand wir den beiden jetzt noch rausmachen, das wisst ihr ja dann schon, wir jetzt noch nicht. Ich muss mal schauen. Auf jeden Fall danke für die Aufmerksamkeit, danke an meine Gäste und bis zum nächsten Mal. Ciao. Achso, halt, nein, das Wichtigste, Hoshi ist auch derjenige, der den famosen Intro-Trailer gemacht hat und demnächst den famosen Outro-Trailer, den er schon versprochen hat. Genau. Ja, so ist es. Genau. Also, danke und bis dann. Ciao. Ciao.